Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Don't Starve. Wir sind auf dem Weg zu unseren verschiedenen Lagern, also ja, kurzzeitig, um uns der Öhrchen zu entledigen. Hier, also zumindest werde ich hier jetzt noch zwei hinlegen, die ich hier gebaut habe. So. Genau, weil wir jetzt, weil ich jetzt da nicht die Lust habe, alles zu entdecken, weil wir hier noch kurzzeitig hingehen werden. Wir werden weiter forschen. Ja, wir müssen aufdecken. Das ganze Zeugs hier. Oh ja, und wir müssen Sachen essen auch. Und ja, erstmal hier. 111, 100 Dings, 100 irgendwas. Ja, reicht. So, ich werde also erstmal keine Büsche aufsammeln. Von den Büschen nichts sammeln. Und eigentlich müssten wir hier auch nochmal kurz. Vielleicht ist ja doch irgendwas dort. Man weiß es nicht. Und wenn es jetzt so krass ist und Dings, würde ich mich auch damit zufrieden geben. Weil wir dahin müssen, weil wir Gras auch vor allem Gras brauchen. Wir brauchen sehr viel Zeugs. Ja. Wir sind gerade nicht reich an Ressourcen. Und. Achso, ja, die Alchemie-Engine müssen wir auf jeden Fall auch bauen. Das ist wichtig. Für unser Voranschreiten. Okay, hier ist scheinbar nichts weiter. Okay, dann werden wir danach schauen. Und da ist doch so ein Strich. Entweder ist da Wasser, wahrscheinlich, oder? Entweder Wasser, oder wir konnten da aber nicht hin. Okay, hier ist ja der Friedhof. Auch wichtig, ja. Dass da ein Friedhof ist. Das wissen wir jetzt. Schauen wir mal, ob da jetzt... Da ist auf jeden Fall noch eine Gras, ein Grasding hier. Ein Grasbüschel. Sehr gut. Brauchen wir. Grasbüschel. Oh, da auch noch Gras. Immer her mit dem wilden Gras oder so. Oh, wie schön. Gras. Wir brauchen Gras. Komm her, mein Gras. Damit wir sammeln, bauen und irgendwas machen können. For you and me und so. Ah Gott, wir brauchen so viel. Okay, das ist... Was, schon so spät? Komm, eins! Oh, Mann, Mann, Mann. So, soll ich hier ist hier ein Lager bauen für Verschwendung? Weil wir da schon eins haben auch. Wo denn? Da irgendwo bei dem hießen, mein Katzending. Okay, wir laufen die Nacht umher, oder? Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Können wir uns noch eine bauen? Yep. Also sind wir nicht in Gefahr, wenn wir die Nacht über... Naja, damit diesmal verbringen... herzulaufen. Okay, wir können erstmal den Weg so belassen. Oh, aber das verbraucht sehr schnell hier das Zeug. Nein, 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 nein. Hier. Das bauen wir uns. Yay, da wir die Nacht überstehen können. Im hellen Licht. Denn in der Dunkelheit zu wandern, ist der Tod eines jeden Wilzenwichts. Oh, Wilzen, oh, Wilzen. In der Nacht wanderst du herum. Was entdeckst du in deinem Wagemut? Was läuft hier in dieser Nacht umher? Warte, waren da hier nicht Gras? Nee, Blumen. Mögest du vor Furcht erstarren, wenn das Licht immer kleiner wird? Ja, ich bin nicht so gut in solchen Dingen, wie ihr gerade hört. Das reicht ja nicht mal irgendwas. Und es klingt auch nicht irgendwie jetzt toll. Also lassen wir das mit Gedichten oder mit Geschichten, die wie Goethe klingen sollen. Ja, das war mein Versuch gerade. Das habt ihr richtig gehört. Wollte mich mit Goethe auf einer Stufe stellen. Leider habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Hier ist noch so viel zu entdecken. Ja, wir gehen dahin. Da scheint nämlich sehr viel Gras zu existieren. Also können wir da auch... Yay! Komm hierher, so. Jetzt haben wir wieder die volle Sicht. Und die erste Nacht haben wir nicht sinnlos verschwendet. Indem wir einfach irgendwo rumgesessen sind. Gut. Wir müssen jetzt auch Blumen aufsammeln. Definitiv. Sonst sterben wir. Weil uns irgendwelche Mistviecher angreifen. Aus den Schatten heraus werden sie lebendig, die Schatten. Und werden zu gefährlichen Kreaturen, an denen wir schon mal gestorben sind. In irgendwelchen vorigen Staffeln. Wir sind sowieso sehr vielseitig schon gestorben. Wenn ich das mal sagen darf. Oh, wir sind erst hier.
Wir sind aber nicht weit gekommen hier. Ja, also wir sterben selten auf dieselbe Art und Weise. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Was ich sehr interessant finde. Ja, Don't Starve ist das Spiel mit den verschiedensten Dingen zu sterben. Yay. Das ist. Hat sich den Titel auf jeden Fall verdient. Ja. Wie du kraftst dich an Biene, dann töte ich dich. Weil die verfolgt dich doch. Stalker-Biene oder was? Ah, Junge, Junge. Nur weil ich ein paar Blümchen habe, oder? Gefällt euch bestimmt nicht, dass ich euch die Blümchen wegkrall. Aber muss sein. Glaubt mir. Glaubt mir. So, wie viel Säbling haben wir? 23 und 40. Okay, ja. Wir brauchen mindestens 2 Stacks. Die wir dann auch wieder irgendwo hinpacken. Oh Mann, so viel Zeugs. Und da ist eine Blume. Die sammeln wir natürlich auch. Blümchen, Blümchen, Blümchen. Säbling. Krass. Ah, ist das schön. Immer dieses Aufsammeln. Jop. Und? Ah, es ist schön, wenn man auf jeden Fall dann Fortschritte erzielt. Wenn wir jetzt unser Fleisch dazu verwenden können. 4 waren, glaube ich, notwendig. 3 oder 4. Damit wir so eine kleine Statue, also kleine Holzpuppe bauen. Und die damit Fleisch überdecken. Und dann werden wir da wiedergeboren. Hey, yeah. Das ist cool, dass es sowas gibt. Aber wie gesagt, Alchemie Engine, da müssen wir schauen, wie wir die auch bauen. Ich glaube, da müssen wir auch teilweise zum Friedhof. Und, naja. Ja, ja, ich esse hier mal kurz. Ja, es war starting to turn, ich weiß. War dabei schlecht zu werden, aber war noch nicht schlecht. Oh, und wir können natürlich ja noch ein bisschen unser Zeugs essen. Damit wir hier auch geistig auf einem höheren Level sind. Und das nicht nur durch Blumen erwirtschaften. Aber ich will sowieso jetzt 10 Blümchen dann auf jeden Fall aufsammeln. Nicht nur, weil es unseren geistigen Zustand verbessert, sondern weil wir dadurch auch unser kleines Blümchen Kopfbedeckungsschmuck, wie auch immer das heißt, bauen können, ja? Und das ist auch wichtig. So, ja, ja, oh Gott, so viele Säblinge hier. Und so viel Gras. Da kommen wir doch niemals weiter. Weil ich hier nur am Sammeln bin. Wird eben eine Sammelfolge. So wechselt sich das eben hier immer ab. Sammeln und bauen und sammeln und sterben. Ich meine, überleben. Also versucht zu überleben, sich gegen Kreaturen zu wehren. Die haben das Leben. Komm, willst du denn hier? Ja, die also uns hier. Ja, komm hier auch. Schön Gras aufsammeln. Oh, yay. Gras, Gras, Gras. Jo, hier auch noch. Und natürlich Blumen. Wir haben schon einen Stack an Dings, das ist sehr gut. Wir haben 164 an. Wir haben auch schon zweimal, ja. Können wir da mal hier so in der Nähe packen zusammen. Und das Gras packen wir auch hier so zusammen hin. Beziehungsweise so. Machen wir das. Muss auch mal sortiert werden. Unser kleines Lagerchen da. So, wir sind wieder bei 162, ja. Unser geistiger Zustand ist deutlich besser jetzt. Durch die Mischung aus Blümchen und Small Jackie, also haben wir ja schon. Und aufsammeln hier bitte. Okay, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Da ist auch noch Zeugs. Da gehen wir hin. Schräge runter. Und da ist eine Blume. Aufsammeln willst du. Und da ist natürlich noch Gras. Da brauchen wir auch nicht mehr viel. Sehr schön. Und dann können wir weiter erkunden. Darauf steht ihr doch, oder? Dass wir schwarze Dinge erhellen. Und ja, uns den Weg ebnen. Und 100% Sicht haben auf der Karte. Ja, diese schöne Karte. Und wir sind bei... Ja, wir können eigentlich auch einen dritten Stack, weil wir verbrauchen ja sehr viel Gras. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn wir den dritten Stack anfangen. Denke ich mir. Hier gibt es doch so viel Gras. Das ist unglaublich. Ich finde es gut. Ich finde es natürlich sehr gut. Ja, bevor hier jemand anfängt und sagt, so viel Gras. Das ist doch voll schlecht. Gras ist doch voll unschön und verdirbt einen jeden Garten. Nee, 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 nee. Da verwechselt ihr Gras mit Unkraut. Würde ich jetzt mal behaupten. So, ach ja, hier auch noch. Also Gras findet man jetzt hier extrem gut.
Ja, wir nehmen hier die Blümchen, die Blümchen weg, Bienchen. Was hast du denn gemacht, Wilson? Junge, sah das schräg aus. Okay, hier sind noch mehr Blümchen. Komm hier, Blümchen-Power. Da ist noch ein krasses Ding. Wir haben auf jeden Fall diese schwarze Stelle mehr oder weniger ausgehoben. Das andere bisschen schwarz brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist ja so klein, dass da ist gar nichts, wird da sein. Nichts für uns von Interesse zumindest. So, die erste Nacht haben wir überstanden. Wir haben 16 schon. Achso, wir brauchen keine Blümchen mehr, würde ich sagen. Wir sind Blümchen voll mit Blümchen. Und wir haben schon den dritten Stack gerade, sind wir dabei zu machen. Also hier ist nur Wasser, also hier ist gar nichts. Da brauche ich dann gar nicht lang gehen da unten. Jo, machen wir auch. Gehen wir, lassen wir auch, meine ich. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Will ich nicht. So, eigentlich können wir auch einen dritten Stack davon noch sammeln. Weil die sind auch wichtig. Oh yeah. Okay. Machen wir hier. Ja, wir essen noch ein bisschen. Wo ist unsere Fackel hier? Wir bauen uns auch noch eine Fackel. Damit wir hier alles überleben. So. Ja, wo? Oh, hier Blümchen. Achso, noch ein Säbling. Ja, das Dumme ist natürlich, in der Nacht sieht man nicht so gut. Die Fackel hat eben nicht sehr viel Licht. So. Aber hier geht's weiter. Oh, hier haben wir auch noch ein Gräschen. Da ist auch noch ein Säbling. War hier auch noch irgendwas? Ne. Noch mehr Gras. Hä? Ach so, ja. You just run out of eines deiner Fackeln. Sehr gut. Hier ist auch noch Gras und Büschle. Mit Nahrungsmitteln. Aber wir haben ja erstmal eine fleischige Nahrungsquelle. So, wir sind bei 77%, könnte ausreichen, aber im Notfall sollte ich vielleicht noch eine Fackel bauen. Bevor wir dann so dunkel alles haben, dass wir hier sterben. Das will ich dann irgendwie doch nicht. So, ja, hier sind noch Spinnenlager. Dann gehen wir mal da nicht hin. Weil in der Nacht mit einer Fackel will ich nicht auf Spinnen treffen. Da war auch noch eins. Ja, wir könnten natürlich auch das Ding, glaube ich, kaputt fackeln. In Fackeln, ja. Aber lassen wir erstmal. Vielleicht kämpfen wir gegen die jetzt gleich, wenn es hell ist. Ja, da hören wir die. Oh Mann, und ich habe das Gefühl, die sind auf Angriffskurs. Uns gegenüber. Nein, hier. Yay, und wo haben wir jetzt unser Speerchen hier? Also, den Speer hätte ich dann gerne woanders hingepackt. Da dann später. Okay, wo haben wir jetzt? Wo ist dieses dumme Spinnenlager? Schauen wir mal an. Würdest du die aufsammeln? Ja, Wilson? Wir schauen uns an, welche Größe die hat. Und entscheiden dann, ob wir. Wow, Dreier. Können wir vergessen. Nicht mit der Ausrüstung, die wir gerade haben. Das wäre zu brutal. Oh, dämlich wäre das. Das wäre tödlich. Weil dann die Queen noch kommt. Und die wird definitiv kommen und uns töten. Na, Bienchen, wir können in Koexistenz gemeinsam existieren, oder? Ihr müsst mich nicht töten. Niemals. So. Okay. Hier sind sehr viele Maulwürfe auf jeden Fall. Ah, das ist ein neues Gebiet, was wir noch nicht entdeckt haben. So, ich sollte nicht immer klicken. Yay, und wir sehen, hier ist vor allem ein Bienchengebiet. Mit sehr vielen Bienchen. Die Bienchenebene. Klingt sehr schön. So, sammelt mal hier wieder. Schön alles aufsammeln, ja. Und dann können wir uns vielleicht hier auch irgendwo ein schönes Stein-Dings bauen. Wäre zumindest auch nicht das Schlechteste. Oder? Ja, also hier noch in der Nähe irgendwo einen Ort zu bauen mit Ressourcen und so. Wollte ich damit sagen. Weil wir haben hier nichts, oder? Nee, also hier in der Nähe ist gar nichts. Und da könnte man zumindest irgendwas bauen. Und na, hier werden wir nicht hingehen. Das ist das einzige Gebiet, was ich von dem ich mich erstmal fernhalte. Und da vielleicht auch. Weil da sind sehr viele Gefahrenquellen. Anders als hier. Hier sind ein paar Bienchen, aber die sind in der Regel, solange es nicht diese aggressiven Bienchen sind, kein Problem. So, sind wir schon eigentlich deutlich gefestigter, oder? Ja, aber wir können trotzdem mal
wollte nämlich das hier bauen. Und auf den Kopf setzen. Oh, sieht das nicht schön aus. Da haben wir uns aus Blümchen was gebastelt. So, also hier schon mal jetzt auch mal entlang. Nebenbei habe ich einen neuen Rechner. Leider kann ich Don't Starve auf diesem Rechner nicht spielen, weil es den Speicherstand da nicht... Oh Gott, unser Fleisch ist dabei zu turnen. Okay, das hält auch nicht mehr lange aus. Wir müssen unbedingt aufhören zu sammeln. Und unbedingt dann was dagegen machen. Und unser Morsel auch, alles wird schlecht. Oh ja, hier ist Froschgebiet. Da müssen wir aufpassen, seht ihr? Das ist, aus denen entwickeln sich, ja, Frösche. Okay, wir werden das Gebiet nochmal kurz checken. Dann haben wir aber auch genug getan hier. Ja, dann müssen wir, ja, leider haben wir dann genug getan, ja. Wir müssen zurück und schauen. Ja, wo packen wir das denn hin, hä? Oh, Chester, du bist ein cooler Typ. So, außer du packst rum. Ja, hallo, hallo. So, ich würde sagen, wir können hier weg, ja. Wir müssen zurück nach Hause und schauen, wie wir was bauen können. So, das wollte ich genauso sagen. Ja, wie wir unsere Alchemie-Engine bauen können. Aber nebenbei würde ich natürlich Gras aufsammeln. Gras, was wir vielleicht in der Nacht übersehen hatten. So, wir können natürlich jetzt auch neues Fleisch aufsammeln, wenn wir die Möglichkeit noch nicht besitzen. Das ist nämlich schade, wenn das Fleisch jetzt vergammelt. Ich werde es wahrscheinlich jetzt einfach auf den Dings packen. Einfach zum Trocknen. Wo ist unser Lager da? Dann haben wir wenigstens mal ein großes Beef Jerky, was auch gut ist. Dann sind wir erstmal gut bedient, würde ich sagen. Ja, speichert. Yee, Speicherung. Jo. Und wir haben ja jetzt einiges auch an Gras. Das heißt, vielleicht schaffen wir es noch, die Engine vorzubauen. Bevor wir hier vergammeltes Fleisch haben. Vergammeltes großes Fleisch. Oh, das war eine Verschwendung. Richtig harte Verschwendung wäre das. Und das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Verschwendung. Niemals. Deswegen werden wir hier... Komm dahin. Dahin. So, jetzt schauen wir erstmal. Magic. Das ist der... Amplify the magical power of your top head. Nee. Brauchen wir den dafür? Wir brauchen auf jeden Fall so... Meat. Das hätte ich gern. Prestator. Ist das Old Bell? Hä? One Man Band. Pan Flute. Oder ist es hier? Science Ding. Da... Ah, die ist ja gar nicht so schwer zu bauen. Okay. Bauen wir kurz. 1, 2, 3, 4, oder? Ja, hier, drop den Shit. Und wir essen mal kurz. Beziehungsweise wir werden vielleicht was in die Reihen lagern. Ja, hier so. Das Zeugs. Und diese Blümchen brauche ich gerade auch nicht bei mir. Ja, ich weiß. Da sind... So, was war das jetzt noch, das andere für die Engine? Wo warst du? Science Machine, ey. Wartet. So, jetzt. Alchemie Engine. Wo bist du? Eisflingomatik, da brauchen wir Eis für. Sells Plants, puts out fires, fooled by flame. Das brauchen wir vielleicht auch mal. Science Machine Alchemie Engine, ja, wir brauchen Steinchen, na super. Aber hätte ich doch behalten sollen. So. Dann können wir jetzt natürlich auch Cutting Stones. Kannst du auch nicht tragen. Oh, was du nicht so alles tragen kannst. Da. Komm, in dir rein. Sehr gut. So, wo ist das jetzt? Wir haben doch zwei, oder? Und den elektrischen Dudel da. Okay. Das kriegen wir hin. So einen elektrischen Dudel da zu bauen. Ne, wir hatten nur... packen wir das kurz dahin. Und holen uns das hier. Dann essen wir kurz. Oh ja. Und dann nutzen wir das auch kurz. Und dann, was packen wir da rein? Erstmal das hier.
Das brauchen wir nicht so oft eigentlich. Okay. Und dann können wir auch wieder eins hier. Sehr schön. So, jetzt können wir elektrischen Doodle D bauen. Wir brauchen noch Cutting Stones, weil ich das richtig sehe. Oh, wir müssen uns unbedingt beeilen. Komm her, meine Science-Maschine. Ja, wo haben wir den jetzt? Alchemie Engine. Können wir immer noch nicht bauen. Wir brauchen zwei Doodads. Und wir brauchen noch mehr Cutting Stone. Okay, jetzt dürfen wir sie bauen können. Die Alchemie Engine. Hatten wir die nicht schon? Natürlich, ich wollte doch... Hä? Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Die Alchemie Engine, nein. Das war dumm von mir. Eisling, Lightning Rod, Gunpowder. Nee, das war das nicht. Wir müssen hier. Ich glaube, den müssen wir dann bauen. Oh, oder? Das ist der Prestator. Ist der das? Brauchen wir den? Use a Prestator to build a prototype. Ja, wir brauchen so einen Zylinder dafür auch noch. Wie baut man denn bitte einen Zylinder? Haben wir den hier irgendwo? Zylinder. Was? Ist so dark. Halt die Klappe hier, Wilson. Ganz dark. Okay, wir haben also viel Zeugs, was wir bauen müssen. So, das Fleisch muss ich jetzt hier leider trocknen. Sonst wird das mir schlecht. Und das möchte ich nicht. Oh ja, wir haben aber noch viel Zeugs, ja. Wir haben 190, das ist sehr gut. Und wir können dann hier noch backen. Ja, ihr Häschen könnt mich auch mal im Moment. Obwohl, ich brauche die Häschen, oder? Ich brauche ein paar Häschen dafür. Wo bist du, Wils? Ja, hier. Kann ich... Komm her. Komm. Danke. Wir chesten, Open Chester. Sehr schön. Und packen da hier noch, ja, packen hier auch noch ein Grasbüschel hin. So. Dann, wir brauchen unbedingt, ja. Also die Häschen werden bald sterben. Und du auch? Ja. Ja, verhungert gerade. Schade, wir brauchen vier Häschen, wir brauchen einen Zylinder. Und dann können wir das Ding, glaube ich, bauen. Oder braucht ihr noch mehr? Oh, hat sich gerade zu Fleisch entwickelt, ja. Dauert nicht lange, wie man sieht. Sobald... Ach, Häschen, wieso seid ihr so schnell tot? Da haben wir noch Cutting Stone. Ich wusste doch, wir hätten es gebaut, aber... Naja, es hat sich verdünnisiert. So, wir gehen jetzt kurz dahin. Will unbedingt wissen, ja, was das für ein Hut ist, dieser Zylinder. Wir schauen von oben nach unten. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwas gebaut habe. Top-Hat, das war das wahrscheinlich. Wir bauen uns ein Top-Hat. Wir haben nämlich mehr als genug davon. Also bauen wir ein Top-Hat. Wo bist du? Schauen wir uns mal an, ob es das ist. Ja, wir brauchen diesen Top-Hat dafür, okay. Und wir brauchen, ja, Holz. Haben wir noch genug Holz? Ich denke ja. Und wir brauchen vier Häschen. Wir haben ein Häschen noch. Chester. Lass mich mal das Häschen da reinpacken. Und das Fleisch. Und das Ding. Und noch eins. Nee, das nicht. Und das hier. Okay. Vielleicht haben wir Glück und sammeln jetzt vier Häschen auf. Weil wir geile Fallen gebaut haben. Yay. Kriegen wir sogar hin. Kann ich den jetzt bauen? Ja. Das wäre super gut. Okay, yeah. Dann müssen wir natürlich nochmal Fleisch sammeln. Aber wir haben doch, wir haben jetzt Chester hier. Da, das brauchen wir, das Häschen. Dafür nehmen wir das weg. Was sind das immer für Geräusche? Wer ist da? Wer? Okay, wo bauen wir den hin? Bauen wir den hier einfach so hin? Weiß ich noch nicht. Hä? Oh, falsch. Weil damit S hier rumlaufen. In der Nähe eigentlich des Lagers hätte ich es gern. Ja, bauen wir hier so hin. Passt schon. Oh, es wird langsam kalt auch noch. So. Und wir müssen langsam die Folge beenden. So, wie ihr seht, wir werden uns hier zum
Naja, wir werden uns auch langsam mal entharren müssen. Oh, da oben ist noch mehr Fleisch für uns. Komm her, Häschen. Also, das nächste, was wir bauen werden, ist, ab sofort können wir nämlich jetzt überleben, indem wir in diesem Lager auch so eine Fleischding bauen. Das werden wir auch machen. Wir werden also als nächstes Ziel haben, die Katzen wieder zu töten, natürlich. Und wir brauchen, glaube ich, wieder auch Holz. Weil wir haben sehr viel Holz verbraucht. Ja, wir töten euch mal. So. Das ist also extrem wichtig alles. Und das Zeugs können wir auch wieder zurückpacken hier rein. Und das. Und das lagere ich hier auch erstmal. So. Das brauchen wir auch gerade nicht. Sehr gut. Also hier wieder alles reinpacken. Das können wir auch hier lagern jetzt. So, was hatte ich noch? Das hier, genau. Das kann auch nochmal hier rein. Oh, wir haben Hunger. Hunger haben wir. Gut, ich würde sagen, wir essen das ganze Zeugs hier auf, gerade was wir haben. Und dann beende ich die Folge. Oh, Junge. Okay. So, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Wenn ja, ich würde mich über Däumchen und Kommentare freuen. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.